Siehst du dieses Buch? Das ist der Zelog. Der Zelog 1. Es gibt drei Teile davon. Dieses Kurse, die ich dir anbieten möchte, sind die detaillierte Beschreibungen von dem, was du in diesen Büchern hast. Du fragst dich selbstverständlich, was Danzelog ist. Und du liest überall, dass ich sage, Danzelog ist eine Art von speziellen Selbstgesprächen. Aber du fragst dich, was für eine Art von Selbstgespräch ist das? Du kennst, was man Selbstgespräch nennt. Das heißt, mit sich selbst zu reden. Danzelog ist nicht das. Danzelog, deswegen ist eine spezielle Art von Selbstgespräch. Danzelog kommt von meinem Namen Danze und von Dialog. Log kommt von Dialog. Da es keine Worte gab für diesen speziellen Fall, habe ich dann den Namen Danze und den Log von Dialog genommen und daraus ein Wort gemacht. Und das Wort heißt Danzelog. Und das ist auch geworden, diese Wissenmethode, diese Wissenlogik, die eine Wunderheilung Wirkung hat für manche Menschen. Was ist Danzelog dann? Danzelog ist, wie gesagt, eine spezielle Art von Selbstgespräch. Aber dieses Selbstgespräch ist nicht dieses Gespräch mit dir selbst. Auch wenn du derjenige bist, der spricht oder der denkt oder der Gedanke austauscht. Weil alles Sprechen ist nicht nur mit Wort. Man kann sprechen mit Augen, man kann sprechen mit Gedanken, man kann sprechen mit vielen anderen Sachen, mit Händen, mit egal was kann man sprechen. Aber Danzelogie geht viel weiter. Danzelog ist ein Dialog mit allen seiner inneren Intelligenz. Das ist es. Die Ganzkörperintelligenz. Die Ganzkörperintelligenz ist das, was Danzelog benutzt, um Menschen zu helfen. Du weißt oder du weißt es noch nicht, der Mensch ist eine Sammlung von Gehirnen. Wir haben nicht nur ein oder zwei Gehirne, einen im Kopf und einen im Darm. Wir haben noch mehrere Art von Gehirne. Ich nenne das Mini-Gehirne. Überall in unserem Körper gibt es Mini-Gehirne. Sei es im Organe, sei es im Teile wie Füße, wie Finger, wie Hand. Überall gibt es Mini-Gehirne, die mit uns kommunizieren, die miteinander und mit dem Gehirn, mit dem Bauch und mit uns allgemein kommuniziert. Aber wir kommunizieren nicht mit denen. Wir hören nicht zu. Wir haben verlernt, mit uns zu reden. Wir haben verlernt, unsere Ganzkörperintelligenz zu nutzen. Was nutzen wir heute, wenn wir von Intelligenz reden? Wir denken nur an den Kopf. Aber die Intelligenz des Kopfes ist sehr klein. Sehr, sehr, sehr klein. Um etwas Außergewöhnliches zu schaffen und uns zu erschaffen. Du kannst mit dem Gehirn gar nicht Großes kreiert. Alle großen Menschen, die was kreiert haben, haben nicht mit dem Gehirn kreiert. Wir werden noch darüber kommen im Webinar. Im Webinar werde ich dir alles erzählen und zeigen, auch, wie dieses Mini-Gehirn funktioniert. Auf jeden Fall, Danzelog nutzt
die Weisheit von diesem Mini-Gehirn, indem du kreiert selber die Danziloge. Danziloge sind deine Gesprächspartner. Siehst du schon den Unterschied? Das heißt, du kreiert in dir und um dich Gesprächspartner, sei es eine Krankheit, sei es eine Umstände, sei es eine Ursache von Krankheit, sei es irgendwas, was mit deiner Situation zu tun hat, wird kreiert als eine eigenständige Gesprächspartner. Dieser Gegenstand ist ein Gesprächspartner. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel an Krebs erkrankt bist, dann bist du ein Gesprächspartner. Dein Krebs ist ein Gesprächspartner. Das bedeutet, dein Tumor ist ein Gesprächspartner. Die Krankheit selber ist ein Gesprächspartner. Und alle anderen Sachen, wenn du zum Beispiel Chemotherapie machst, ist Chemotherapie ein Gesprächspartner. Wenn du Chemotherapie machst, das bedeutet, du hast einen Arzt. Der Arzt ist ein Gesprächspartner. Das ist dann, wenn du zum Beispiel eine Krebsart, die mit der Ernährung, die durch Ernährung, falsche Ernährung verursacht wurde, dann ist die Ernährung und welche, die Art von Ernährung Gesprächspartner oder Partnerin. Verstehst du ein bisschen den Unterschied? Diese Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, die du kreiert hast, nennt man die Danziloge oder Danzilogerin. Das ist diese Energie, diese Gegenstände, diese Gesprächspartner, mit dem du kommunizierst. Das ist es. Und glaub mir, das ist die Energie, die daraus entsteht. Bei einer guten Kommunikation ist unglaublich. Das ist unglaublich. Durch diese Kommunikation mit diesen verschiedenen Gesprächspartnern kannst du tiefer, tiefer in die Krankheit gehen, kannst du die Ursache besser verstehen und kannst du auch Lösungen. Und manche Lösungen kommen gar nicht so, wie du erwartest hättest. Sie kommen manchmal auf eine Wunderweise. Und das zeige ich dir im Webinar. Ich hoffe, du hast es ein bisschen verstanden. Das heißt, dieses Selbstgespräch ist nicht ein normales Selbstgespräch, wie du kennst, ein Gespräch mit dir. Das ist ein Gespräch mit Gesprächspartner, die du kreiert hast, oder Gesprächspartnerin, die du kreiert hast. Und du führst Gespräche mit denen auf Augenhöhe. Das bedeutet, wenn du, wie gesagt, Krebs hat, du bist eine Teil, du bist ein Gesprächspartner, genauso so viel wert wie der Tumor selber. Das heißt, du kannst mit dem Tumor kommunizieren. Und der Tumor kann dir antworten. Unser Körper redet immer mit uns. Das ist eine urafrikanische Weisheit, mit der man in Afrika erstaunliche Weise chronische Krankheit bekämpft und sehr erfolgreich. Ich habe versucht, nur diese Heiltherapie so zu erweitern, dass jeder benutzen kann, dass du zu Hause benutzen kann, dass du diese Therapie benutzen kann, sogar für jemanden. Das ist das Tollste dabei. Das heißt, das ist eine Therapie, die für dich benutzt oder für eine andere Person benutzen kann. Die Person muss gar nicht wissen. Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen Vater oder deine Mutter oder deinen Sohn, der eine besondere Krankheit unter besonderer Krankheit leidet, ist es sehr einfach, mit ihm zu kommunizieren, indem du ihm in den ganzen Sachen als einen Gesprächspartner integriert
Und von weitem, das heißt von weitem, er kann auch in Amerika sein und in Afrika und du bist hier in Deutschland und trotzdem arbeitest du an ihm. Und es wirkt, beziehungsweise wirken kann, sagen wir so. Und das ist, hast du vielleicht verstanden, was Danzologie ist, was Danzolog ist. Und während dieser Gespräche kannst du, je nachdem, was daraus kommt, und das werde ich dir im Webinar zeigen, kannst du deinen Körper dazu bringen, das Medikament, ein Placebo-Medikament, zu produzieren. Genau das, was zu deinem Leiden passt. Und es funktioniert. Du glaubst ja nicht, melde dich in diesem Webinar, du wirst sehen, du wirst Sachen erleben und du wirst verstehen, das Welt des Wissens ist so breit. Wir müssen diese Welt nicht so klein bringen. Wir müssen das Welt des Wissens öffnen. Es gibt Millionen Art von Wissen und alle können uns helfen. Das ist ein Beispiel von anderer Art von Therapie, die dir helfen kann. Und das Beste dabei, du kannst Danzolog benutzen, während du deine schulmedizinische Therapie verfolgst. Das heißt, du musst nicht stoppen, um Danzolog zu machen. Du kannst Danzolog nutzen, um diese schulmedizinische Behandlung zu verstecken, zu verstärken und die Behandlung bzw. die Heilung zu beschleunigen, zu verbessern, alles was du willst. Das ist die Magie. Melde dich unbedingt bei diesem Webinar an. Es kostet nur 49 Euro, aber diese 49 Euro kann dir Tausende von Euro sparen. Du kannst mit 49 Euro Tausende von Euro sparen. Zeige ich dir. Komm, melde dich an bei diesem Webinar. Bis bald.